Hallo. Na, wie war die Innenraumgeste gestern? Und übrigens, die K-Übung nicht vergessen, die gehört natürlich auch immer noch weiter mit dazu. Halten Sie da durch. Okay, heute kommt eine Geste, die wirklich selten eingesetzt wird von Teilnehmern. Aber wir brauchen sie eben für die Etüde. Heute machen wir die Zweifelgeste. Apropos, da fällt mir noch eine Sache ein zu der Innenraumgeste. Manchmal, wenn Sie vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten haben einzuschlafen, nutzen Sie dann ruhig die Innenraumgeste. Wenn nämlich der ganze Körper dann so schwer wird und Sie sich so spüren, dann geht zack, sofort alles auf Standby und Sie sind im Land der Träume. Sie haben ja nicht wirklich Emotionen in sich, Sie haben ja nur diese Schwere. Dafür sind die Gesten ja da. Okay, also jetzt aber zum Zweifel. Die Geste Zweifel an sich bedeutet in Grundgestik, bedeutet das eigentlich eher fast Panik. Das hat so was, als ob Sie in der Quizshow sind und ganz schnell entscheiden müssen, in den nächsten 3 Sekunden, welche von diesen 3 Kartons wollen Sie nehmen und wo sind jetzt die 5 Millionen drin? So, weiß nicht. Ja? Spüren Sie den Zweifel im ganzen Körper, im Blick, im Stand, überall kribbelt's. Als ob so ein ganzer Ameisenhaufen über sie rüberläuft, so eine ganze Ameisenstraße, so alles kribbelt. Überall denken sie, ah, ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist ein ähnliches Gefühl, früher, als wir so kleine Kinder waren, wenn wir mal einen Tag alleine zu Hause verbringen durften. Also gut, ganz klein waren wir nicht, waren wir 12, 13. Und dann sollten die Eltern eigentlich um 6 nach Hause kommen. Ja, und uneigentlich haben sie dann um 3 Uhr angerufen und gesagt, Schätzgelein, wir sind in 20 Minuten da. Dann haben sie auch Panik. Dann geht's auch los, dass sie so, was mache ich jetzt, wo räume ich zuerst auf und so weiter und so fort. Also, all das ist Zweifel. Sie werden später bei den Elementen merken, da sieht das schon wieder ganz anders aus. Aber wir haben jetzt hier für die Etüde erstmal wirklich nur Zweifel als Geste. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, wenn Sie so die Begleitung von Indiana Jones sind. Wenn der so durch irgendwelche Höhlen durchkrabbelt und Sie so denken, ah, von wo kommt überall dieses Krabbeltier? Ah, überall Vogelspinnen. Ah. Das ist auch Zweifel. Also lassen Sie das ruhig zu und diese Geste bitte nie zu lange üben, denn Sie werden ganz unruhig dabei. Okay, wir gehen es also in Ruhe durch. Erst einmal deuten. Dann jetzt Innenraum. Ja, schön der tote Blick, alles fließt in sie rein, sie werden schwerer, schwerer, es ist wirklich einfach zu viel. Geht nicht mehr. Sie verkriechen sich in ihrer kleinen Seifenblase, da draußen ist die Welt. Ich fühle sie, aber ich will nicht wirklich hinschauen. Und dann Zweifel, jetzt. Wo? So, stopp. Da nicht zu lange. Okay, also da klare Start- und Stoppsignale geben, dass Sie sich wirklich jetzt denken und dann rein ins Deuten, jetzt rein in die Innenraumgeste, jetzt rein in den Zweifel und dann eben Stopp denken. So, Zweifel, wofür könnten Sie das einsetzen? Also im Endeffekt bedeutet Zweifel, da ist die Welt und ich finde sie sehr verwirrend. Und ich habe vielleicht sogar ein bisschen Respekt vor dieser Welt. Wenn Sie zum Beispiel in Verhandlungen stecken, und Sie möchten Ihr Gegenüber herunterhandeln, dann wäre es nicht unschlau, eine Pause zu machen und dann einfach nur an Zweifel zu denken. Bewegen Sie sich nicht hektisch, um Gottes Willen, ja? Aber einfach nur an Zweifel denken. Wir spiegeln uns ja immer gegenseitig. Das bedeutet, wenn Sie diese Unruhe im Körper spüren, überträgt sich das auch auf den Verkäufer. Wenn Sie also der Einkäufer sind, da ist der Verkäufer und der unbedingt seine Ware verkaufen möchte, kann es gut sein, dass er nochmal wieder mit dem Preis runtergeht und Ihnen ein besseres Angebot macht. Das ist schon sehr machtvoll, aber ansonsten würde mir jetzt nichts weiter einfallen, wo Sie Zweifel in einer Kommunikationssituation nutzen könnten. Okay, gehen wir es noch einmal durch. Erst jetzt deuten. Dranbleiben, dranbleiben. Es wird immer größer, immer spannender, immer spannender. Jetzt Innenraum. Sofort toter Blick, sofort alles in sich reinfließen lassen, alle Emotionen, bleiben Sie bei sich, spüren Sie Ihre Füße, Ihre Beine und merken Sie, dass Sie nicht mehr können und dass Ihnen alles zu viel ist und dass Sie sich in Ihre Seifenblase zurückziehen. Und dann jetzt Zweifel. Oben und ich weiß überhaupt, wo fange ich überhaupt an? So, stopp. Das sind die 3 Gesten. Jetzt mal mit kleinerer Gestik würde also bedeuten, deuten.
Innenraum. Zweifel. Stopp. Ohne Gestik. Deuten. Innenraum. Zweifel. So. Okay? Gut. Ihre Aufgabe ist für heute, dass Sie bitte zweimal diese Etüde durchgehen. Die bisherige, wir haben ja jetzt drei Gesten. Wir haben also Deuten, Innenraum, Zweifel. Das gehen Sie zweimal durch und zwar zweimal mit großer Gestik, weniger Gestik und ohne Gestik. Und wo wir schon beim Thema Zweifel sind, zweifeln Sie bitte nicht. Ich weiß, die ganze Gestik, die fühlt sich komisch an. Wahrscheinlich können Sie noch nichts damit anfangen. Auch wenn ich Ihnen schon gesagt habe, dass was ganz Tolles auf Sie zukommt. Ja, glauben Sie daran, zweifeln Sie bitte nicht. Es wird ganz toll. Und zwar wird es dafür sorgen und Ihnen dabei helfen, noch authentischer zu sein. Ich will definitiv nicht, dass Sie Schauspieler, darauf kommt es nicht an. Wir nutzen das Handwerkszeug eines Schauspielers, damit Sie wirklich ganz klar erkennen, wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Was kann ich nutzen, um mir eine dickere Haut zuzulegen? Was kann ich nutzen, um ein bisschen emotionaler zu wirken? Was kann ich nutzen und. Das gehen wir alles noch in Ruhe durch. Sie sollen nicht schauspielen, das werden Sie auch nicht mit den elementaren Kommunikationstypen, sondern Sie werden sehr authentisch auftreten. Sie bekommen da ein machtvolles Handwerkszeug an die Hand. So. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen großartigen Donnerstag. Gut reden kann jeder.